Hallöchen und herzlich willkommen hier bei Copy and Taste. Und heute machen wir eines der beliebtesten, gleichzeitig umstrittensten, Lebensmittel will ich es gar nicht nennen, Getränke der Welt auf jeden Fall. Wir versuchen heute Cola herzustellen, um genau zu sein, so dicht wie es geht am Original Coca-Cola zu bleiben, allerdings ohne dass dafür Menschen und Tiere leiden. Nur ich. Gut, los geht's. Denn ihr braucht verdammt viel dafür und den Anfang macht Ingwer schnibbeln, so ungefähr 2 Teelöffel. Als nächstes brauchen wir von einem Sternanis und glaubt mir, schon allein wenn ihr daran riecht. Ah. Mir ist übrigens absolut klar, warum Coca-Cola den Weihnachtsmann erfunden hat. Sorry übrigens, falls ihr eure kleinen Geschwister oder Kinder gerade im Raum habtet. wenn man sich das Rezept nämlich davon anguckt, zumindest von dem, was ich glaube, was das Rezept sein könnte, sind da wahnsinnig viele weihnachtliche Sachen drin, gerade was die Gewürze angeht. Unter anderem eben Sternanis. Und davon nehmt ihr einen, maximal 2 von diesen Sternanis-Ecken hier tatsächlich. Da haut ihr dann mit dem Messerrücken mal drauf, ja, um die so ein bisschen aufzumachen. Zack. So. Wunderbar. Ist schon offen? Ich glaube schon, keine Ahnung. Dann brauchen wir auf jeden Fall die Schale von einer entweder sehr großen oder, naja, ungefähr 1,5 Zitronen. Und da ganz wichtig, ihr müsst darauf achten, dass ihr nicht nur jetzt irgendwie Bio kauft, sondern vor allen Dingen unbehandelt. Weil auch Bio-Zitronen können gewachst sein. Und das wollen wir an der Stelle tatsächlich gar nicht. Und dann nehmt ihr euch entweder so einen Zestenreißer zur Hand, wenn ihr sowas habt, oder eben hier so eine Microplane. Aber bei der dann aufpassen, dass ihr wirklich mit kaum Druck arbeitet, sonst kriegt ihr dieses ganze bittere Zeug, was direkt unter der Schale liegt, halt mit rein. Und das wollen wir nicht. Das schmeckt sonst nachher kacke. So, das muss uns reichen. Des Weiteren brauchen wir auf jeden Fall eine Vanilleschote. Ja? Und davon brauchen wir so ungefähr, boah, für die Menge, die wir machen, also für so ungefähr einen halben Liter Wasser. Nehmen wir mal so knappe 3 Zentimeter von der Schote hier. Ungefähr so. Sollte hinhauen. Und weil wir einfach noch eine andere Note brauchen, nehmen wir uns einfach noch eine Limette. Ebenfalls, Achtung, eine nicht gewachst, unbehandelte Schale. Das ist das, worauf ihr da achten müsst. Ziehen uns von der auch noch mal ein bisschen was ab. Zack, zack, zack. Ja, so geht das irgendwie einfacher. Und da reicht auch eine, wenn ihr die einfach so wirklich lose hier so drüber zieht. Das Ganze, also die Zesten von der Zitrone, der Limette, der klein geschnittene Ingwer, die Vanille und auch die 2 Zacken von dem Sternanis, bringen wir jetzt mit, für das, was wir hier an Sirup herstellen wollen, ungefähr 500 Milliliter Wasser einfach zum Kochen. Und dazu kommt an dieser Stelle dann tatsächlich noch ein bisschen was von der Muskatnuss. Da müsst ihr allerdings vorsichtig sein, also auf keinen Fall mehr als auf die Menge so um 1 Teelöffel maximal. Und ebenfalls mit Vorsicht zu genießen auch noch Zimt, ebenfalls so ein maximal 1,5 Teelöffel, wenn ihr auch bei ungefähr 500 Milliliter Wasser seid, mit dem ihr das Ganze verrühren wollt. Das Ganze dann einfach nur so ein bisschen verrühren, richtig auf Touren kommen lassen, den Zimt nicht vergessen. So. Und auch, wie gesagt, was von der Muskatnuss noch mit dazu. So, mit Vorsicht zu genießen. Zack. Das Ganze jetzt einmal richtig heftig aufkochen, dann die Hitze reduzieren und ungefähr so, naja, gute 20 Minuten vor sich hin köcheln lassen, ne? So, unser Cola-Sirup-Ansatz köchelt mittlerweile seit gut 20 Minuten vor sich hin, wie gesagt. Jetzt kommt natürlich das, was Coca-Cola ausmacht, um es mal auf den Punkt zu bringen. Viel Zucker! Wie gesagt, angefangen haben wir mit 500 Milliliter Wasser. Und da schütten wir jetzt 220 Gramm Zucker und ungefähr 1,5 bis 2 Teelöffel unbehandelten Rohrzucker. Der hat so eine etwas malzigere Note, ne, mit dazu. Vorher allerdings, fast einen fatalen Fehler gemacht, müssen wir das Ganze abgießen bzw. einmal filtrieren. Und da ich weiß, dass diese Zesten, also diese Stücke von der Haut, die wir vorher extra abgerebelt haben, super fein sind, habe ich extra noch ein bisschen Küchenkrepp mit in den Sieb gepackt.
Und dadurch gießen wir das jetzt einfach einmal in eine Schüssel. So. Und das ganze Gefitzel, was da drin ist. So, das haben wir dann da nicht mit drin. Wir benutzen auch den Topf einfach weiter. Den waschen wir einfach ganz kurz aus, ne, dass wir da eben nichts mehr drin haben. So, und das hier dauert jetzt ein bisschen, filtrieren wir uns da einmal richtig durch. Und ihr seht schon, Nanü, das sieht uns aber nicht so richtig nach Cola aus. Und das habe ich mir schon gedacht, weil die Gewürze, die dran sind, einfach keine vernünftige Farbkraft haben. Also zumindest nicht in der Form, die wir dafür bräuchten. Ist das ein Coca-Cola-Teebeutel? Ein sehr weihnachtliches Patty auf jeden Fall. Heiß. Manchmal bin ich sehr dumm. Und deshalb habe ich mir überlegt, einfach weil ich keine dunkelbraune Lebensmittelfarbe gefunden habe, nehme ich die Farben Rot und Grün und gucke jetzt mal, was ich mit ein bisschen davon erreiche. Ob ich eventuell so ein richtig schönes, ja, dunkelbraun, fast schwarz für eine Cola hinkriege, ich weiß es nicht. Das ist jetzt hochexperimentell, würde ich es einfach mal nennen. So. Schmecken tut das ja nach nichts. Sollte es zumindest nicht, laut dem, was draufsteht. So, und ein bisschen Grün dazu. Erstmal rühren. Gucken, was der Kunstleistungskurs gebracht hat. Ein bisschen Rot wieder dazu. So. Ja. Noch ein bisschen Rot und dann ist geil, glaube ich. Meinst du wirklich, ja, noch ein bisschen Rot? Hätte ich gar nicht gedacht. Ja, doch, doch, es kommt. Fast sogar noch einen kleinen Tick. Nee, nutzt zu violett. Ich glaube mal, so kann man es lassen. Ja, ist okay. Also damit kann ich auf jeden Fall eher leben, als mit dem, wie es vorher aussah. Gut, machen wir schon mal so. So, und wenn der wieder sauber ist, wieder zurück auf die Platte. Wir nehmen unsere durchgesiebte Flüssigkeit hier, kochen die nochmal auf und schmeißen jetzt, wie schon gesagt, diese Menge an Zucker damit rein. So, und rühren das Ganze dann komplett, bis es sich vollständig aufgelöst hat. Ich wollte gerade sagen, das ist doch mehr Zucker als Flüssigkeit. Ja, es ist halt ein Sirup, ne? Und Coca-Cola ist ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie so, ja, wahnsinnig gesund ist oder gesund oder gesund. Das Ganze lassen wir jetzt noch ein bisschen köcheln, ne, bis wir sicher sind, dass der Zucker vollständig aufgelöst ist. Minimal noch ein bisschen reduzieren einfach, vielleicht so 3-4 Minuten. Ne, dabei aber wirklich aufpassen, dass ihr weiter rührt. Ja, und dann hat man im Prinzip einen Cola-Sirup. Schauen wir mal. So, und wenn wir dann soweit sind, dass wir den tatsächlich umfüllen können, nehmen wir uns einfach irgendwie ein Glas oder sonst was. Vor allem ist nämlich jetzt wichtig, dass er vernünftig abkühlt. Und dann hinterher können wir den mixen. Ich überlege gerade, ein dickwandiges Glas und sauheiße Flüssigkeit. Ist es so clever, das da jetzt reinzukippen? Ja, geht. Wir haben es ja nicht auf voller Hitze gemacht. Eieieiei, wunderbar. Fertig ist die Cola. Kannst du so trinken. Lecker, lecker. Und jetzt, Achtung, übrigens, wirklich wichtig. Ihr habt jetzt den Topf, da unten sind noch die Reste von diesem Sirupzeug drin. Packt den jetzt auf keinen Fall auf die sauheiße Herdplatte. Da unten ist Unmenge Zucker in dem Scheißtopf. Das brennt und hackt euch an wie blöde. Ihr putzt euch des Todes oder schmeißt wahrscheinlich den Topf einfach sofort weg. Deshalb stellt ihn irgendwo hin, wo es kühl ist. So. Das kühlt jetzt richtig ab und dann hinterher, ja, mixen wir das mal mit Mineralwasser und schauen mal, ob das ansatzweise nach Cola schmeckt. Weißt du, was mich ein bisschen nervös macht? Der ganze Raum riecht gerade total krass. Das riecht nach gar nichts. Das riecht wie heißer schwarzer Tee, so ein bisschen wie heißes Wasser. Okay, mal gucken. Ich bring den mal raus, damit es abkühlt. Wir sehen uns gleich.
So, Freunde, wir sind jetzt ready. Unser Cola-Sirup ist abgekühlt. Und falls ihr euch gerade denkt, was zur Hölle ist hier passiert? Ganz einfach, wir haben den veganen Crispy Chicken gemacht, während der abgekühlt ist. Die Folge könnt ihr euch anschauen, habe ich euch da oben mit verlinkt. Die kam am, lasst mich lügen, Mittwoch. Wenn heute Samstag ist, ja, das sollte ungefähr hinhauen. Ich weiß nicht, Wochentage und ich, das ist so eine Sache. So, hier haben wir ein Vergleichsprodukt. Okay, es ist eine Cola mit einem roten Deckel, dass ich die Banderole abgemacht habe, ist relativ sinnlos, aber ist egal. Ein Cola-Vergleichsprodukt. Und hier unseren. Also, jein. Es ist schon mal definitiv wesentlich dunkler, macht aber nichts. Uns geht es ja in erster Linie um den Geschmack. Jetzt überlege ich aber gerade, wenn wir das noch mit Wasser auffüllen, wird es ja noch heller. Mal gucken. So, das heißt, wir füllen erstmal mit ein bisschen Wasser auf. Und geben dann so ungefähr von unserem Sirup, den wir angefertigt haben, geben wir so 5 Teelöffel ungefähr dazu. Ich bin mal gespannt. Also farblich, Olli, ich muss ganz ehrlich sagen, farblich haut das überhaupt nicht hin. Null. Crystal Coke. Aber macht ja nichts. Ich wollte gerade sagen, es gab ja sogar mal diese weiße Cola. Wie viel waren das jetzt? Ich glaube, es war jetzt der 5. oder 6. Okay. Wir machen einfach mal noch einen. Mach mal mehr. Ich glaube, es kann ruhig ein bisschen rums haben. Gut, warte. Hast du den mal pur probiert, so, Simon? Nee, habe ich nicht. Habe ich auch überhaupt keinen Bock drauf. So viel Zucker, wie da drin ist, ich traue mich nicht. So, Eiswürfel, meintest du, sollen auf jeden Fall rein. Machen. Haben wir hier. Steht auf der Packung, Eiswürfel. So. Messer. Vielleicht nicht unbedingt am Herd. Ich sehe, Olli, du hast es sehr gut gemeint. Du hast die Eiswürfel genommen, die man nicht in unsere Dosen kriegt. Mal doch ein bisschen Wasser rübergießen. Sehr gut. Läuft bei uns. Eignet sich auch hervorragend als Verschluss. Es gab halt nur die. Na gut, machen wir sie vorher ein bisschen klein. Sind sie nicht? Wunderschön. So, und den Rest einfach mit Sprudelwasser aufgießen. Ich kann nur noch mal betonen, farblich, Vielleicht hätte es mehr Sirup sein müssen. Wir haben vor allen Dingen so viel Sirup da drin. Ey, ich weiß ja nicht, wie es funktioniert. Aber von der Menge her, von dem, was wir da drin haben und der Menge an Zucker, die da drin ist, kriege ich gleich, ich sterbe wahrscheinlich gleich einen ganz elenden Tod. Muss ich wirklich sagen. Piper, das ist nur ein Eiswürfel. Okay. Is you ready? Ich nehme mal so aus der Mitte. Ganz ehrlich, es schmeckt nach Cola, die zu lange offen rumstand. Echt? No shit. Okay. Kein Scheiß. Es schmeckt einfach nur nach Cola, die zu lange ohne Kohlensäure rumstand irgendwo. Stimmt, ein bisschen mehr Kohlensäure. Das heißt, wenn man jetzt so einen Sodamax hätte, wäre das zwar farblich nicht drin. Muss einfach nur mehr Lebensmittelfarbe reinmachen. Ja, von mir aus, aber geschmacklich finde ich es recht nah dran. Ich würde ein bisschen Zitronensäure mehr und ein bisschen weniger Zimt, dann ist perfekt, glaube ich. Also dann merkst du kaum einen Unterschied. Ich finde es jetzt wirklich nicht so scheiße. Also ist schade, dass wir es nicht nochmal aufsprudeln können. Aber rein von der Sache her, es schmeckt halt wie abgestandene Cola, krass. Also, wenn ihr irgendwie so ein Sodamax, so ein Wassermax-Ding, wie auch immer die heißen, so ein Sprudelgerät zu Hause habt, dann habt ihr heute gelernt, wie man Cola-Sirup macht. Und ich schwöre euch, das ist relativ nah dran. Das fühlt sich richtig gut. Und es hat eine interessante Farbe, sag ich mal. Also wenn ihr irgendwie noch so Zuckercouleur oder irgendwas findet, dann benutzt die, dann kommt ihr irgendwie farblich näher dran. Dann müsst ihr ein bisschen mit dem Zucker aufpassen, klar. Oder ihr lasst einfach irgendwie den braunen Zucker weg oder sonst was. Aber geschmacklich finde ich in Ordnung. So, das Geheimrezept für Coca-Cola hier in diesem Video. Ich bereite mich jetzt mal auf eine Klage vor. Ich gehe schon mal meine Unterschrift üben. Bye!